Die Furunkel am Arsch der Menschheit sind derzeit ja Mittelaltermärkte. Ja. Da sie sich in den vergangenen Jahren aber geradezu heuschreckenschwarmartig ausgebreitet haben, dachten wir uns, es wird Zeit, ihnen ein Lied zu widmen. Und dieses Lied begleite ich auf diesem historischen Instrument. Es handelt sich dabei um eine Laute. Ihr bietet eure Waren feil in Dörfern und in Städten. Ihr zieht durch die Lande und seid frohgemut. Ihr tragt alte Gewänder, edlen Schmuck und goldene Ketten. Ihr kleidet euch, wie es sonst keiner tut. Doch drängt mich eine Frage, deren Antwort ich nicht kenne. Ähnlich wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Was gab es da zuerst? War es das Ei oder die Henne? Drum frage ich, wie das bei euch wohl sei. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leidedeidei, seid ihr später blöd geworden? Oder hat euch eure Mutter damals schon blöd zur Welt gebracht? Leidedeidei, Ihr seid Kaufleute und Ritter, ihr seid Gaukler oder Knechte, ihr seid Schmieleute, Gesellen oder edle Herren. Ihr nennt euch Eberhard der Barde und Alwin der Gerechte oder Olberich das Arschgesicht aus Bern. Ihr bereitet eure Speisen stets am Spieß über dem Feuer, denn im späten Mittelalter gab es weder Strom noch Licht. Die Technik der Moderne ist euch daher nicht geheuer. Auch Duschgel kennt ihr offensichtlich nicht. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leidedeidei. Seid ihr erst später blöd geworden? Oder haben euch eure Mütter damals schon blöd zur Welt gebracht? Leidedeidei. Seit Anbeginn der Menschheit hört man stets dieselbe Klage, dass früher alle Dinge einfach besser waren. Auch ihr sehnt euch zurück in die Zeit der alten Tage. Wie wird das dann wohl in 800 Jahren? Ob die Menschen in der Zukunft sich wohl früher oder später zusammenfinden in einem Millenniumsverein, dann spielen sie Handyfachverkäufer und Versicherungsvertreter und sagen, leck mich fett, das muss echt geil gewesen sein.